Connected. Channel switched. Test.
Der Pizza Burger ist da. Für alle, für die Salat nur Tischdeko ist. Thank you.
Channel switched. User left your channel. User joined your channel. Thank you.
User joined your channel. Ich brauche noch, glaube ich, brauche noch eine Minute. Obwohl, Rappo machst, willst du auch noch ein Ding machen, eine Quali? Quali vielleicht nicht, können wir nur ein paar Runden Rennen fahren? Musst du André fragen, weil ich... Da kannst du mit André, ich würde noch hier was im Grand Prix testen, noch kurz. Ich werde noch zwei schnelle Runden Quali fahren, deswegen. Okay. So, wieder da. Irgendwie habe ich keine Lust, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe keine Lust. André, wie kannst du eine halbe Sekunde schneller sein als ich, wenn ich keinen Fehler auf meiner Runde mache? Im Moment liege ich bei hohe 48, 49er Zeiten und im Training jetzt. Aber damals 47er Zeiten, ja. Ah ja, ich hab extra jetzt, ne, ich bin ja nicht blöd, ich habe ja spioniert, ne? Im AOA-Rennen bist du eine 48-2 gefahren. Wie kann der das machen? Wie geht das? Ne, Bulla war 47-8. War halt wie gesagt. Kein Training. Aber Kifler Side 47.3, da komme ich auch nicht ran, also... Ey, ich hab Kifler auch gefragt, wie er das geschafft hat mit seiner Time-Trial-Zeit, ne? Da meinte er, ah ja, ich fahre in höheren Heckflügeln, hab dadurch im zweiten Sektor bessere Chancen, ne? Das habe ich ausprobiert, da war ich bei Zettel langsamer als vorher. Also, weiß nicht, wen er verarschen wollte oder was, keine Ahnung. André, muss kurz ohne mich. Er will noch schnell eine Runde drehen. Rennen hätte ich ein paar Ründchen. Ah, Juvenal macht das Ding heute. Jo. Der hat schon Teamorder durchgegeben. Der lässt keinen durch, egal ob Teamkamerad oder Gegner. Nee, der hat. Der hast du das kleine Sümmchen nicht erhalten auf deinem Konto? Guck mal nach. Ich hab gesehen, der Juvenal ist ganz schön im Stress momentan. Ich dazu sehe, so auf Facebook. Ist das bei dir zu Hause, Juve, oder? Rabo, bleibst noch drin in der Lobby, damit ich eine Runde fahren kann? Jo. Nö. Okay. Ich switch mal runter. Bis gleich. Kannst du mich auch gleich beziehen? Channel switched. Was? Wer ist nicht angemeldet? Ach, René oben. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved User to your channel. Den fehlt irgendwie mal noch. Jules fehlt. 12 Leute, okay. Bester Rennbericht, Snooki. Geil, gell? Hab ihm schon das Passende dazu gesagt. Das ist ja ein Witz. Ja. Warum? Das ist doch kein Rennbericht. Das weitere steht im Interview. Ja. Dann einfach wenigstens Copy-Paste kommen, das kann ich doch. Ja, das hättest du dann, also dann hättest du es wenigstens noch machen können. Vielleicht zwei Sätze dazu, damit das nicht auffällt, weißt du? Ja, aber mehr gibt's bei meinem Rennen nicht zu sagen. Fahrziel, so. Ist klar, mehr gibt's bei dem Rennen nicht zu sagen. Ja, aber bei mir in Steam die Ohren voll heulen.
Ich hab gesehen, du bist auf harten Reifen, da war ich ja voll schockiert. Das tut immer gut, nach einem Sieg lasse ich das leicht schreiben. Ja, und zu diesen drei Videos zu den Beschwerden, sag ich, muss man auch nichts dazu sagen, ne? Wieso drei Videos? Es waren nur zwei. Ja, aber drei Vorfälle, oder nicht? Es kommt, früher oder später kommt es immer, wenn der Teamkollege immer zweiter wird. Dezent lächerlich. Ist doch normal. Das ist sowas von lächerlich, ganz ehrlich. Was war denn da bitte? Nix. Was war denn? Ja, in diesen Beschwerden, da war doch nix. Ich finde, als Kollektiv hätte man da mal sagen müssen, eine Beschwerde, unberechtigte Beschwerde gibt eine Strafe und da beide sich beschwert haben. Beide disqualifiziert fürs nächste Rennen. Genau. Für die nächsten drei Rennen. Selbst dann könnte keiner mehr Snooki einholen. Minus 500 Punkte im Ranking. So. Ja, das und Zwangsurlaub in Griechenland. Nee, meine kam aus Trotz. Das hat meine Position besser vertreten noch. Natürlich war da nichts. Aber vor Gericht, wenn du den getötet hast, musst du da auch ein Richter, ein Anwalt. Hi, Duels. Hallo. Hallo. So, alle angemeldet sind da. Ach, Leute. Warum bist du jetzt raus, André? Ungarn sitzt so tief. Hat schon jemand die Lobby? Hast du nicht heute Geburtstag, André? Ja, 25. Ja. Happy Birthday! Ja, herzlichen Glückwunsch! Beim Start könnt ihr alle anfangen zu singen, ne? Ja, weil ich, das war doch Dingens in Deutschland, wo du geschrieben hast, dass du in Belgien gar nicht mitmachen wolltest oder sowas. Ja, bin dann doch entschieden, gegen Fieber anzutreten. Das geht jetzt aber nicht. Eine Weltmeisterschaft zu holen. Geburtstag hat man jedes Jahr Weltmeister. Hat jemand schon ausgerechnet, wann der Weltmeister wird? Okay, noch welchen denn? Kann nochmal eng werden. Ja, genau. Sehr witzig. Wenn du ein paar Rennen nicht mitfährst, vielleicht. Ja, wird die Lobby jetzt aufgemacht oder? Gleich schon Start, ne? Oh wow. Scream, du bist ja doch da. Hast du Scheiß. Ja, Scream, grüße dich. Ja, hallo. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ja, doch. Ja, doch. Du solltest dich eigentlich im Grunde anmelden. Was soll das? Ja, das habe ich auch vergessen. Hinten rein, bitte, ne? Ja, Qualisperre. Ich muss jedes Mal dahinter her, damit du das endlich machst. Ja, ich habe mich beeilt. Er ist ein Kevin, lass ihn doch mal bitte. Er kann's nicht besser. Ja, scheiße Kevin. Ernsthaft? Ernsthaft, du als Kevin? Oh mein Gott! Ist das gerade dein Ernst? Der Freddy hat was gegen Kevins. Ohne Witz. Ja, das ist schlecht. Ach Quatsch, ich mag Kevins.
Genau. Ja, das sagt ja, Kevin. Genau. Mit denen hat er immer ganz viel Spaß mit Kevins. Da habe ich grundlegend schon Mitleid. Nee, ich mag die. Wenn er erfährt, dass jemand Kevin heißt, dann gibt's aber erstmal. Der erste Spruch ist immer: Tut mir leid, dass Eltern Geschwistern sind. Und mein Angebot steht, dass ich in Zähne überweise für jeden Abschuss, der per Video festgehalten wird, auf André. Ich leg 20 drauf für jeden Abschuss. Ey, ohne Witz, ich kann ja heute richtig reich werden. Sind schon 30 Euro pro Abschuss. Ich denke, in Runde 8 sehen wir dich wieder. Jetzt sei mal ruhig, Matt. Matt, ja? Wie viel kriegt man für Snooki? Da ist doch bestimmt was in der F1-RC-Kasse über, dass man mir so überweist. Das darfst du mich nicht fragen, da ist Bootswitch zuständig. Das sind die ganzen Spenden. Wer macht denn heute die Lotto? Oh, du? Ich wieder? Okay. Der fragt. Ja, alles immer klar. Der fragt. Zur Info, Regenwahrscheinlichkeit 20%, also heiteres Wetter. Bei Wettercom habe ich 30%. Wetter online wird geguckt. Das ändert sich zu jedem Rennen. Naja, ich nein, das. Nein, immer Wetter online. Stimmt nicht, liest mal die Regeln. Immer Wetter online. Setz dich durch. Nee. Steam ist down bei mir. Pünktlich. Klingt schon mal gut aus. Aber wenn es so weitergeht, wenn die immer Erster und Zweiter werden, André und Snooki, dann Russland oder Amerika. So spät? Ja. Dadurch, dass es 40 Punkte pro Rennen gibt. Schreib mal kurz einen Kommentar. User disconnected from your channel. Oh, man. Ja, aber wer ist denn Platz 3? Nochmal. Platz 3 ist Reus. Echt, wenn der mal etwas häufiger mitgefahren wäre, ne? Ja. Ja, und dadurch, dass André am Anfang die ersten 4 Rennen nicht so gut war. Der ist noch nie gut gewesen. Da hat er erst die Hex von Snooker bekommen. Das ist richtig. So. Dritter, Sechster, dann ist er einmal nicht gestartet, dann nochmal Sechster. Und auf Spanien Zweiter. Mach rein aus dem Trend. Ja, das ist extrem auffällig, ne? Können die beiden dieses Rennen nicht schon Konstrukteursweltmeister werden? Würde mich überraschen, wenn nicht. Kann auch alles passieren. Also die haben fast doppelte Punkte zum zweiten und die Hälfte des Rennens sind über. Ja, aber es sind, warte mal. 8 Rennen noch. Aber es lassen sich rein theoretisch auch jedes Rennen 75 Punkte holen, ne? Ja, 8 mal 75. Sind 500 noch irgendwas, 600. 820, oder? Genau 600, nee, oder? Genau 600. Jeder, der noch jetzt keine Einladung hat, muss noch von jemand anders eingeladen werden, bitte. Ja, bitte einladen. Da achte ich schon immer ein bisschen drauf. Jemand hat mir mal Marusha geklaut. Die Autos machen wir gleich. Der wird andauernd geklaut, Leute. Sagt einfach, dass ihr den haben wollt, dann nehme ich mir Mercedes oder so, ist kein Problem. Mercedes, nein. Nee, den will ich gar nicht fahren. Oh. Ich brauche noch eine Einladung, Jungs. Wer ist ich? Berge. Ich glaube 13 oder 14. Aha, Berge fährt auch. Mach mal kurz eine Sekunde ab. Berge fährt ja wieder Sprintrennen 3 Runden. falls er überhaupt schafft zu starten. Nicht so böse. Berge, ich hoffe dich. Ich hoffe wirklich für dich. Das hoffst du gar nicht, du willst ja gewinnen. Nee, Quatsch. Sonder bin ich nicht. Doch, bist du. Wer ist es nicht, wer F1 fährt? Ja, wer dich in Counter-Strike kennt, der weiß auch, wie du im F1 drauf bist. Was, der defused? Du Dieb. Nochmal ein paar Einladungen, bitte. Holle? Psst, Juba? René macht schon los. Holle? Rainbow? Rainbow? Verbindung fehlgeschlagen, klasse. Oh, schon wieder. Rainbow? Hatten wir ja schon letzte Woche.
Das ist kein gutes Zeichen. Okay, André sind auch nicht drauf, also von daher. Ja, das ist super, das ist gut. Können wir starten? Wir haben vier Leute keinen Balken. Ich aber schon. Nee. Bei mir haben vier keinen grünen Balken. Ja, das ist ja egal. Auf den grünen Balken würde ich mich nicht verlassen, wie gesagt. Das kann auch ein 100er Ping sein, ne? Keine Ahnung, was diese Balken überhaupt aus. Das soll einfach nur darstellen, so, oh, grüner Balken, das nein, ist schon besser. Nein, die haben so einen Zufallsgenerator eingebaut. Ah, der kriegt grün, der geht nicht. Das ist wie bei COD, das ist genauso ein Rister. So wie die Rückleuchten des Autos, auch einfach mal blinken, dann wieder nicht. Oh, grün ist Rücklicht, wäre geil. Warte mal, Springer. Gibt's bestimmt einen Mod für. Wo ist der Basti eigentlich? Er spielt Hearthstone. Was? Ich bin schon drin. Hat der keinen Bock mehr zu fahren? Ich glaub's fast nicht. Aber zu langsam wird es spielen. Wäre ich gerade in Hearthstone an? Ja, weiß ich nicht. Als rhetorisch, weil ich da immer sehe, dass er Video postet. Die Stadt Battle.net, um ihn anzuschreiben. Kann ich auch gucken, aber ich glaub nicht, dass er. Ah, es hat gepiept. Bei dem Spiel kann er wenigstens Zweiter werden. Zweimal gepiept, da ist ja. Ja, GG! Ein paar Backup bei Laden. Weiß nicht, wo er vorne mit dabei war, ist er doch noch gefahren, der Fall, oder? Ja. Mann, Munke. Ja, heute ist ja irgendwie Krankenhausbesuch oder so, hat er geschrieben. Ja. Vielleicht gibt's sein Hearthstone auch DRS. Jo, sind alle da, oder? Können wir Autos einteilen? Nein, sind nicht alle da. Jetzt sind alle da. Echt? Was? 14 Leute? Es waren auch nur 12 angemeldet, was da los? Ja, ja. Muss mal illegal. Knarre zwischenschlagen. Geht gar nicht. Ohne Witz, Matt, da würde ich mal ein bisschen mehr Ordnung reinbringen. So, also, halt mal die Autos zuerst hier. Dürfen Snooki und André wählen. Wie immer halt. Erzählt, das ist beide. Dann Matze und Paddy. Red Bull. Whisper, geht das? Max heißt das. Okay, Max. Oh Gott. Okay. Ich musste mich schnell gerade entscheiden und. Matze Knob oder was? Rappo? Ja? Rappo. Ja? Ja, Whisper geht gar nicht, ey. Ja, ist egal. Danke. Als nix. Ach nee, Reus fährt ja nicht mit. Scream auch, und ja? Travis. Ja, wir haben schon. Ford. Ford? Was? Ford? Mondeo. Kombi. Fiesta ST bitte. Okay. Nimm den Mondeo ST. Dann dürfen Matt und Juvenal. Und dann Tobi und René. Ford India. Ja. Oha, Tobi und Feier mal nicht in einem Kederhemd. Was ist da los? Gab's da internen Streit? Ja. Ja, jetzt musst du. Travis, bitte ansetzen. Ja, ich weiß nicht, was ist das? Das ist hier unser Kanzlerreporter. Harry Hirsch, hier. Sieh mal, Tobi. Ja, jetzt, Herr Liga-Leiter, Ruhe bitte. Nö. Mensch, da. Ich weiß gar nicht, wo es geht. Marusch ist okay. Ja. Ne, darum ging's nicht. Oha. Ich habe einen Ferrari, ich weiß nicht, Chris, ich habe nicht zugehört. Noch fertig noch übrig sein und Berge, glaube auch. Kann ich den Lotus nehmen? Habe ich auch einen Ferrari. Nein. Okay. Nee, du blockierst mich in der Box. Sehr gerne. Arsch. So, haben alle ihre Autos? Alles gut? Ja, wird noch dann ein paar Backup-Einladungen bitten. Achso, die Backup-Einladung, ja. Gut. Ja, hab nur eine einzige und Steam spielt ja klar verrückt hier. 35 Backup-Einladungen bei 14 Leuten. Danke. Oh, ist das rührend. So, mehr kriegst du nicht. Pipi in den Augen. Ja, danke. Pipi in den Augen. Zwei oder drei, eins von beiden. Wenn die harten Reifen lange genug halten, werde ich zwei versuchen.
Ja. Aber Nebula ist mir das ja gehörig in die Hose gegangen. Thank you.
bist auf Rang 5 gefallen. Thank you.
dieser Session. Was soll denn das mit der Abstimmung? Ich hab mich verklickt. Was soll denn das? Rennstart. Nein, gleich. Zeit für eine Zigarette. Jo. Rennstart wie immer in 5 Minuten, also. Okay. 17:31. Ich hab 17:26. Ja, und nix klicken. Ups. Mir schlägt er jetzt auch hier wieder weich, hart, weich vor. Wollen wir das einfach mal probieren? So. Alla, super. Ey, ich bin stolz auf dich. So geht's jetzt, Nuki, erstmal. Das wird knallhart, glaube ich, jetzt unseren ersten 5. Ja. Ja. Obwohl, es klappt nur, wenn du weiter weg bist bei ihm. Känguru. Okay.
Okay, okay. Berger, ich bin mal wieder auf deine Qualifying-Zeit, auf deine Quali-Runde gespannt. Also die in Silverstone, die war so sauber, ich habe gesabbert, wie ich die Runde gesehen habe. Also ich bin jetzt mal gespannt. Die war auch sauber, aber unspektakulär. Da wären noch mehr drin gewesen. Okay, ja. Leider schon in der ersten Runde. Gleich die schnellste Runde. Ja, ging mir ähnlich. Ich habe unten in Las Vegas habe ich immer viel Zeit liegen gelassen. Ich vor allem in der letzten Kurve, in der Busstop. Vermutlich die Ausfahrt. Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe Snookies Runde gesehen. Meine Güte, der geht ja schon noch vor dem Scheitpunkt schon aufs Gas. Ah ja, Patex. Muss man nicht drüber reden, Patex, fertig. Hast du spioniert, Berger, oder wie? Oder woher weißt du, wie ich fahre? Ich glaube, jetzt so die letzte. Ach so. Ja, okay, das kann sein. Da war ich auch einmal kurz bei dir, aber ich habe dann eher geguckt, was André macht, aber der war dann sofort langsamer, wie ich zugeschaltet bin. Ja. Ich glaube, das wird knallhart und dann Top 5. Ja, das wird geil. Alter Schlappen, ich glaube, da liegen 3 Zehntel zwischen. Also ich glaube, das sind wir und die 3 Zehntel zu dir, aber mehr ist da nicht. Was krass. Habt ihr gehabt jetzt? Ich habe die Zeiten im Kopf. 28, wir hatten 8, 7, 8. 8. Und ich hatte 49,1. Aber da habe ich auch 3 Zehntel irgendwo liegen lassen. Hatte Berge? Ich glaube 49,2 oder so. Danach kam aber auch noch mal ein paar, oder? Ja, Juvenal kam danach und Scream war dann 6 Zehntel hinter Juve, glaube ich. Ja, aber zwischen Scream und Max war auch nicht viel. Wir waren auch alle in. Ja, Max nur Zehnter, was da los? Aber René, was war bei euch beiden los? Bin wieder da. Jo, will ich nicht. Ich habe auf meiner Runde irgendwie total verkackt auf der Ehen. Die richtig gut war, da habe ich irgendwie die Schikane nicht getroffen. Euch beiden hätte ich auch eigentlich direkt hier vorne noch erwartet. Nee, klar. Rennen ist lang, auch wenn es nur 44 Runden sind, aber. Ja. Eben. War schön, man kann auf der Garten was trinken. Die Strecke macht Spaß. Was hast. So, 5 Minuten sind rum. Gehen wir mal durch. Matt, bereit? Hä? Rapo? Ja. André? Ja. Berke? Ja. Chris? Anwesend. Dudels? Jo. Tube? Kevin? Ja. Max? Jo. Paddy? Ja. René? Ja. Okay. Ja. Und Travis? Jo. Alles klar. Geht los. Viel Glück. Viel Spaß. Jo. Ja, gleichfalls.
drehen.
nicht schlimm. Bleib draußen. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Ja.